wenn ich die Balance von Stimmen nicht so höre, wie ich glaube, dass sie in der Komposition steht und dass sie der Komponist sich vorgestellt hat, dann kann ich dieses Werk nicht hingebungsvoll dirigieren. Aber ich glaube, das, was wir machen, das ist Kammermusik. Das kommt von der Kammermusik. Es kommt von einer sehr differenzierten Spiel- und Singweise her. Und wenn da diese Voraussetzungen nicht optimal aufeinander abgestimmt sind, kann jedenfalls, also so geht es mir, kann ich meine Inspiration da nicht abrufen. Orchester allein? Oh. So wie auf dem Instrument gespielt klingt. Genau. Achtung nochmal, eins vor Anton. Und ist da noch was zu machen? Also, dass das nochmal. 55 auf 106. Genau. Die zweite, ja, genau. Zweite. Da nochmal schauen. Gut. Findest du eigentlich gut? Ja. Schon gut, ja. Ja. Okay, nochmal von vorne. Das ist doch sehr gut. Erst dann, wenn ich wirklich weiß, besser bekomme ich es nicht hin, dann kann ich loslassen und sagen, so, jetzt versuche ich mit den Mitteln der Gemeinsamkeit und der Einmaligkeit, so wie in einem Konzert, da noch was zu erreichen. Und es ist natürlich so, dass der Kopf, der versteht schon, was man unter technisch perfekter Ausführung mit der will, aber es ist beides zusammen. Es ist der Bauch und der Kopf, die das immer wieder gemeinsam schaffen müssen. Also immer nur aus dem Bauch raus zu musizieren, das wäre mir zu wenig.